Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich dir 5 Knoten in 5 Minuten. Knoten Nummer 1, der Palstick oder einfacher Ankerstich. Legen das Seil einmal in die Hand und legen uns eine kleine Schlaufe. Macht diese nicht zu groß, lasst aber genügend Platz für den Rest, weil genau das ergibt die große Schlaufe, die sich nicht zuzieht. Dann kommen wir einmal von unten durch die kleine Schlaufe, was wir gelegt haben, gehen von hinten um das Seil, was wir noch in der Hand zu liegen haben, herum und dann wieder zurück durch die kleine Schlaufe, die wir gekommen sind, halten einmal alles fest und dann einfach zuziehen. Fertig ist der Palstick und wir haben eine feste Schlaufe, die sich nicht zuziehen lässt. Knoten Nummer 2, der Achterknoten. Für unseren Achterknoten nehmen wir das Seil einmal doppelt, da wo unsere Schlaufe später entstehen soll. Einmal umschlagen, einmal um das Seil rum, quasi drüber und drunter und dann einmal zurück durch die entstandene Öse. Alles festziehen und wir haben unseren Achterknoten und eine feste, stabile Schlaufe. Schwierig wird das jetzt natürlich, wenn wir das an einem Holz oder an einer Stange befestigen möchten. Tja, jetzt kriegen wir das natürlich nicht mehr rein. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Wir legen eine normale 8. Lassen uns aber genügend Platz für das andere Ende, das ums Holz soll. So können wir das einmal ums Holz legen. Und dann folgen wir einfach der 8. Einmal hier hinein. Dann einmal hier rum, von unten wieder hier hinein, einmal hinten lang und das letzte Stück auch vorne wieder hinterher und so kommen wir durch und schon haben wir eine gelegte 8 und sind fest verbunden. Knoten Nummer 3, der Schmetterlingsknoten. Für den Schmetterlingsknoten legen wir eine große Schlaufe, drehen die Schlaufe einmal und drehen die Schlaufe ein zweites Mal, so dass ein zusätzliches Auge in der Mitte entsteht. Klappen das obere Auge einmal bis ganz nach unten und stecken es dann von unten hinter das Kreuz und ziehen es durch die Mitte wieder durch. Jetzt nur noch einfach alles festziehen. Und fertig ist der Schmetterlingsknoten. Und Knoten Nummer 4, der doppelte Spierenstich. Was tun, wenn das Seil zu kurz ist? Ganz einfach, auch dafür gibt es einen Knoten. Wir können zwei Seilenden miteinander verbinden, und zwar mit dem doppelten Spierenstich. Wir legen beide Enden überlagernd nebeneinander, nehmen das eine Ende, wickeln das einmal rum. Das wäre der einfache Spierenstich. Noch einmal rum und schieben es dann von hinten schön durch die zwei Schlaufen und ziehen es einmal fest. Das gleiche machen wir dann einmal auf der anderen Seite. Einmal drum, ein zweites Mal drum und auch hier wieder durch die zwei gebildeten Schlaufen einmal durchziehen und festziehen. Jetzt haben wir beide Seilen miteinander verbunden und wenn wir ziehen, wie ihr seht, ziehen sich beide Enden schön zusammen und die beiden Seile halten bombenfest zusammen. Und Knoten Nummer 5 ist der Top-Segel-Schotsteg. Leichter zu knoten, als er auszusprechen ist. Der Top-Segel-Schotsteg ist ein Klemmknoten und eignet sich hervorragend, um Leinen und Seile zu spannen, zum Beispiel für den Tarpbau. Dafür einfach das Seil um den gewünschten Baum legen. Dann das eine Ende über das Seil, dann einmal rum, gerne ein zweites oder drittes Mal rum. Dann kommen wir von der anderen Seite, oben drüber legen und dann einmal von unten durch. Und jetzt einfach festziehen. Schon ist der Knoten fertig.
Der Vorteil bei diesem Knoten ist, er lässt sich variabel bewegen und somit schön auch Spannung bringen. Und wenn er einmal auf Spannung ist und Spannung drauf ist, dann sitzt der Knoten bombenfest und nichts verrutscht mehr. Und wenn du jetzt immer noch Bock auf Knoten hast, dann einfach direkt hier oben abstimmen und dann mache ich vielleicht noch ein zweites Video zum Thema Knoten. Ich habe da noch jede Menge im Kopf. Und ansonsten, zack, direkt hier unten auf die Kompassrose klicken, meinen Kanal abonnieren und nichts mehr verpassen. Und wenn du noch ein bisschen Zeit hast, einfach zack, zack, hier oben auf eins der Videos klicken, direkt weiterschauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao.